Ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr seid in Destiny unterwegs und ab und zu denkt ihr euch, boah geil, davon möchte ich gerne einen Screenshot haben oder vielleicht sogar eine geile Aufnahme als Content Creator. Da gibt es jetzt einen ganz einfachen Trick, wie ihr mit dem Hunter und mit dem Warlock zwei Tasten drückt und die Waffe ist weg. Ihr macht dann noch den HUD aus und tada, fertig. Noch dazu könnt ihr rumspringen und rumlaufen und müsst keine Taste gedrückt halten, wie es bei dem Warlock mit der Granate geht. Und es ist echt einfach. Womit das Ganze funktioniert, ist beim Hunter einmal mit Stasis. Dort müsst ihr den Splittersprung ausgerüstet haben. Oder bei Lyra müsst ihr den Aspekt Trapperhöhle reinpacken. Und beim Warlock ist es einfach der Phoenix Dive, der dafür sorgt. Geht am besten im PvP Hexenkessel rein. Dort kann man das am besten üben. Dann nehmt am besten noch eine Waffe mit wenig Handhabung, dass die Waffe halt lange braucht, um gewechselt zu werden. Was ihr jetzt macht, ihr geht in die Luft mit dem Hunter oder dem Warlock und drückt doppelt Waffe wechseln. Damit switcht ihr automatisch von der Primärwaffe wieder zurück auf die Primärwaffe. Und in dem Moment, wo ihr das macht, müsst ihr auch nach unten diven. Und zack, fertig ist die Waffe weg. Ihr könnt sprinten, aber wenn ihr aufhört zu sprinten, ist es weg. Und ihr könnt springen oder schweben. Was ihr natürlich nicht machen solltet, sind Fähigkeiten zu benutzen, Waffe wechseln, ganz klar. Und nicht auf den Sparrow springen zum Beispiel. Aber sonst, selbst wenn ihr das nicht hinbekommt oder die Waffe auf einmal doch wieder auftaucht, kann man einfach super schnell die Waffe wieder verschwinden lassen, ohne dass man jetzt auf seine Ulti zum Beispiel warten muss, wie beim Warlock mit der Nova-Bombe. Das Video, was ich dazu gefunden habe, ist 3 Jahre alt und ich habe echt einige Stunden nach Videos gesucht. Es war sehr, sehr viel schon leider gepatcht. Und bitte, Bungie, patch das nicht weg. Das Ding ist nicht game-breaking. Selbst wenn man da drin steckt, muss man einfach nur Waffe wechseln drücken oder irgendwas anderes und die Waffe ist wieder da. Und es macht das Game nicht kaputt. Und gibt sogar Creatoren die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen kreativer zu sein, um einfach nochmal coole Shots zu machen oder einfach ein paar Screenshots. Deswegen, mich würde es jetzt nicht stören, wenn es im Spiel bleiben würde. Oder fügt doch einfach mal einen Kinomodus hinzu. Oder einen Fotomodus. Das fände ich zum Beispiel richtig cool. Naja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. War jetzt so ein kleines Zwischendrin-Ding. Ich habe gedacht, ich teile das einfach mal mit euch. Ich denke mal, das wird viele von euch auch wahrscheinlich nicht interessieren. Aber es gibt wahrscheinlich auch einige, die würde es interessieren. Ich werde schauen, dass ich das auf jeden Fall jetzt ein bisschen einbauen kann in meine Videos. Und ja, das wäre es dann von meiner Seite aus. Ciao, ciao.